Okay. Gut, ich teile jetzt meinen Bildschirm. Und jetzt müsst ihr alle die erste Folie sehen von Schoolfox. Denke, jawohl. Ja, also ich begrüße euch nochmal recht herzlich zum heutigen Seminar, Webinar eigentlich am Mittwochnachmittag. Was haben wir heute vor? Wir tauchen gemeinsam ein in diese digitale Schulkommunikations-App namens Schoolfox. Diese wird dann ab Herbst die Info-SMS-App ablösen. Zum einen, weil sie viel, viel mehr kann, wenn wir heute sehen werden, und eigentlich nur halb so viel kostet wie Info-SMS. Und die Informationen, die wir an die Eltern versenden, können von diesen auch bestätigt werden. Das sind also nachweislich, das ist bei Info-SMS nicht der Fall gewesen. Das Ziel heute wäre, dass ihr mit einem ganz guten Gefühl hinausgeht und wisst, was eigentlich Schoolfox überhaupt ist, was es kann und was ihr mit Schoolfox alles machen könnt. Wie gesagt, ich mache es dreiteilig, erkläre es der Allgemeine, dann gehe in meine Live-Umgebung Schoolfox, so wie ihr das auch dann selber sehen könnt. Und zum Schluss können wir noch offene Fragen beantworten. Gut. Was ist Schoolfox denn überhaupt? Im Prinzip ist es ein Schulmessenger und es geht darum, die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern zu digitalisieren. Man könnte auch zwischen Lehrern und Schülern oder Lehrern untereinander kommunizieren, aber dazu gibt es dann bessere Tools wie eben das Microsoft Teams. Man kommt so eigentlich weg, das haben wir bei Info-SMS auch schon ein wenig gesehen, von diesem analogen Mitteilungsheft, von den vielen Elternbriefen, von vielen Papieraufwand. Das ist natürlich Umwelt, die Umwelt ist es auch besser. Aber wir kommen auch weg von verbotenen Alternativen, wie zum Beispiel WhatsApp, da diese nicht datenschutzkonform sind und seien auch nicht so praktikabel für alle Bedürfnisse, die Schule betrifft. Schoolfox aber ist datenschutzkonform und auch von den Schulbehörden zugelassen bzw. freigegeben. Außerdem ist es eben speziell für die Schule maßgeschneidert. Es zeigt sich dann in den verschiedenen schlauen Funktionen, die Schoolfox hat. Ich spare mir zum Beispiel Zettel und Unterschriften. Das Klima zwischen Eltern und Schule verbessert sich durch diese Kommunikation merklich, hat man in verschiedenen Studien herausgefunden. Es ist keine Chatgruppe, wo jeder kunterbunt antworten kann, sondern eigentlich eine kontrollierte Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern. Das heißt, ich kann selber bestimmen, können die Eltern antworten auf meine Nachrichten oder nicht und wenn ja, wie. Und sie können es am PC oder auch am Handy verwenden. Das können Sie hier übrigens auch. Können Sie auch beide Varianten haben. Und zwar können Sie das einfach über einen App Store, wenn Sie ein iPhone haben, oder über einen Play Store für Android-Nutzer am Handy einfach runterladen. Und können Sie dann eigentlich gleich einsteigen mit eurem Zugang. Müsste ich normalerweise nur einmal anmelden und dann hat sich das schon erledigt. Wie gesagt, der Unterschied zum Info-SMS, es ist eben viel billiger. Und bei Info-SMS waren wir auch in der Nachrichtenlänge sehr, sehr eingeschränkt. Und wir können hier auch Dateien anhängen, wie Elternbriefe oder auch zum Beispiel Fotos vom Wandertag oder alles andere. Ja, seit wann gibt es das eigentlich? Gar nicht so lang, seit 2016. Übrigens, der damalige Integrationsminister, ein Mann namens Sebastian Kurz, hat diese App sehr gefeatured und hat damals sehr viel Geld von der Bundesregierung locker gemacht, dass das weitergeht, weil die Nachrichten können auch in ganz vielen Sprachen übersetzt werden. Siehst du schon, die App ist in 24 Sprachen allein verfügbar. Insgesamt gibt es nahezu 5000 Schulen, die jetzt schon das Schoolfox benutzen. Datenschutzrechtlich ist es eben so, die Server stehen in Frankfurt am Main, also in der Europäischen Union, wie es eben laut DSVG auch sein muss. Jetzt konkret einmal ein paar Funktionen. Insgesamt gibt es 25 Funktionen, die 10 wichtigsten.
werden wir hier mal betrachten. Und zwar als erstes, wenn man so will, Texte. Einen Moment. Da haben wir es. Fotos und Dokumente. Kann ich senden, wenn ich jetzt chronologisch von links oben vorgehe. Ja. Der Vorteil ist, dass du vom Handy aus das machen kannst. Du kannst natürlich auch vom PC aus machen und trotzdem, auch wenn du es vom Handy aus machst, deine Nummer wird niemals weitergegeben. Es ist eine ganz sichere Verbindung mit den Eltern, ohne Austausch von Kontaktdaten. Das heißt, die Eltern werden von uns eingeladen, die kriegen so einen Code und die können sich da nämlich dann anmelden. Schon können sie ihr Kind sehen und können eigentlich, dann können wir mit ihnen kommunizieren. Und wenn wir wollen, können sie auch mit uns kommunizieren, die lieben Eltern. Ja, die zweite Funktion, das ist immer ein großer Unterschied zu Info-SMS, die Bestätigung oder eben sogar eine Unterschrift kann man einfordern zu jeder Nachricht, wenn ihr das möchtet. Wenn die Eltern die Nachricht gelesen haben, können sie das bestätigen oder sie können sogar auf ein Unterschriftensymbol drücken, so ähnlich wie ihr das von den Paketdiensten vielleicht kennt. Ja, da öffnet sich da so ein Fenster und da könnten Sie mit dem Finger dann unterschreiben. Also es geht eigentlich ganz einfach. Und wir sehen das auch sofort. Deswegen ist es rechtlich auch abgesichert, was in der Info-SMS nicht der Fall war. Wir können sogar bis zu 10 verschiedene Anhänge dazuhängen, also ein Brief, ein Elternbrief, ein Foto oder was auch immer. Ja, das war das zweite. Zweiter Punkt, dann kommen wir zum dritten wichtigen Punkt. Darum hat es damals auch der Integrationsminister so gefördert. Die Mitteilungen werden in 40 Sprachen übersetzt. Was heißt das für uns? Das ist eigentlich eine ganz feine Funktion. Wir übermitteln die Nachricht in deutscher Sprache und die Eltern können sie selbst dann in ihre Muttersprache übersetzen lassen. Umgekehrt geht es auch. Sie können in ihrer Sprache uns was mitteilen und wir können das wiederum auf Deutsch übersetzen lassen. Also auch eine ganz tolle Geschichte. Dann, was da auch ganz fein ist, wir haben einen Cloud-Speicher mit 500 Megabyte für alle Dateiformate. Das ist alle Sachen, was du den Eltern schicken willst, kannst du da ablegen, hast da jederzeit zur Verfügung. Wenn von mir so Fotos von verschiedenen Schulveranstaltungen, das alles ist hier möglich und das erleichtert uns natürlich schon relativ viel. Da kann ich eigene Ordnerstruktur anlegen, wenn ich will. Und ich kann sogar auch die Kontrolle über Berechtigungen für jeden Ordner auch einstellen. Das heißt, ihr könnt sogar einstellen, dass die Eltern selber auch Dateien hochladen können. Wenn ich das will, wie gesagt, das muss ich nicht. Dann das nächste, was hier ganz fein ist, das spare ich aber jetzt aus, weil das viel besser in Teams geht. Seit Covid-19, eigentlich seit einem Monat, gibt es auch hier auch die Möglichkeit, einen Videounterricht mit bis zu 100 Schülerinnen durchzuführen. Wobei Teams da schon viel besser ist und deshalb sage ich es eigentlich jetzt auch nicht. Wenn das jemand interessiert, kann ich natürlich eine Einzelsitzung mit dir machen, auch direkt in der Schule, logischerweise. Ja, das nächste wären diese Notfallkontakte und SMS. Was bedeutet das? Das heißt nichts anderes, dass du jederzeit auch offline Zugriff hast auf die Notfallkontakte der Schüler, wenn die Eltern diese eingeben. Die müssen die Eltern selber eingeben. Und wenn ganz wichtige Nachrichten sind, dann werden diese Nachrichten, das kann ich auswählen und kann dann sagen, diese Nachricht ist wichtig, wenn zum Beispiel die letzte Stunde morgen ausfällt, dann kann ich das so einstellen, dass es eine wichtige Nachricht ist und die Eltern werden zusätzlich nicht nur über diese App, sondern eben auch noch über SMS verständigt, so wie das jetzt bei Info-SMS auch war. Und noch einmal
ganz, ganz ein wichtiger Punkt, braucht keine Angst haben, deine Rufnummer wird niemals da eingegeben und sie wird dann niemals weitergegeben. Auch wenn sie eingibst, als Notfallkontakt von mir aus für den Direktor, aber der kennt ja deine Nummern sowieso. Diese Nummer wird niemals an Eltern weitergegeben. Das ist also völlig eine sichere Kommunikation. Gut, man kann auch digitale Checklisten führen. Also wenn ich zum Beispiel Geld einsammeln will, bietet sich das an. Und ich kann da eine Liste schreiben, zum Beispiel 20 Euro für den Schulausflug sollen sie mitnehmen, kann da die Namen, die sie schon gebracht haben, abpacken und kann Erinnerungen an die Eltern schicken und von den Schülern, die sie noch nicht gebracht haben. Geht also auch recht transparent ab, das Ganze. Ja, dann ganz eine Spitzensache ist, ich kann Veranstaltungen und Sprechtage organisieren. Das heißt, die Elternsprechtage werden in Zukunft so ausschauen, dass der Direktor sie anlegt und du kannst dann, das sage ich Ihnen später, ein Zeitfenster bestimmen, zum Beispiel 10 Minuten oder 15 Minuten. Dann können die Eltern diese Zeitfenster von zu Hause aus klicken und sie wissen eigentlich dann genau, sie haben also dann einen genauen Termin mit dir und du weißt auch genau, wer jetzt zu dir auch kommen wird. Das heißt, du kannst dich dann gezielt auf einen Elternsprechtag vorbereiten. Du müsstest dich halt an diese Zeitfenster dann erhalten, wobei man ja eh sagt, bei Elternsprechtag 10 Minuten sind ausreichend, ansonsten sollte man sie ja eher auf die Einzelsprechstunde verweisen. Ja, was du dann auch tun kannst, du kannst zum Beispiel sagen, ich habe von 15 bis 15.10, von 15.10 bis 15.20, immer so weiter. Und du kannst dann mal ein Zeitfenster da eintragen, wo du Pause hast. Du kannst zum Beispiel das blockieren, könntest sagen, von 15.50 bis 16 Uhr, da möchte ich, dass der Termin gar nicht gebucht werden kann. Das kannst du auch machen, dann hast du auf jeden Fall auch eine Pause. Ja, ich kann in Veranstaltungen, das werden dann später noch kommen, Diskussionen und Umfragen kann ich auch durchführen. Das ist auch manchmal ganz praktisch, wenn man nämlich die Meinung der Eltern vielleicht einmal einholen will zu einem bestimmten Thema, dann geht es recht problemlos. Ich kann also Gruppendiskussionen führen. Das wäre dann so ähnlich wie in einer WhatsApp-Gruppe. Aber wie gesagt, man kann das Ganze moderieren, man kann eben auch einschränken, wie viel die Eltern da schreiben dürfen und wann sie nicht schreiben dürfen. Und auch hier könnte ich Dateien sogar ablegen und uploaden für die Elternschaft. Ja, auch ein feiner Punkt, Abwesenheiten. Die Eltern werden in Zukunft nicht mehr anrufen müssen bei in der Schule oder bei dir oder dir SMS schicken oder dir Mail schicken, sondern sie können direkt über diese App ihr Kind als krank melden. Sie können da einen Grund oder vielleicht sollen sie sogar einen Grund angeben. Und das wird dann direkt eingepflegt in der Liste. Man kann dann auch sehen als Klassenvorstand bzw. der Direktor, wie viel hat der Schüler in einem Monat oder im Halbjahr oder im ganzen Jahr dann fehlt. Das heißt, ich brauche dann eigentlich diese Aufzeichnungen, was ich bis jetzt immer gemacht habe von den Fehlenden, gar nicht mehr machen, weil eben das alles von den Eltern so eingegeben wird. Ja, das wäre jetzt so mein erster Teil gewesen. Ich stoppe jetzt einmal hier an dieser Stelle ganz kurz. Dies wollte ich nicht. Da ist er. Okay, also ich logge mich hier ein und dann komme ich auf Startfenster. Gut, es gibt jetzt eben drei Möglichkeiten. Das ist sogenannte Web-App. Ich versuche es ein bisschen zu vergrößern. Die Web-App. Dann gibt es drei Ebenen. Die Administratorenebene, das hat eben der Direktor und eben ich. Dann gibt es die Klassenebene für alle anderen Lehrpersonen und die dritte Ebene ist die Benutzerebene für alle Schülern und Eltern eben. Auf der Ebene der Administration, die kann ich auch mal kurz sagen, wenn ihr das wollt, der hat ein paar
Möglichkeiten eben mehr noch. Muss ich gerade finden. Oh, glaube ich, ist irgendwo. Ja. Das ist die Administrationsebene. Der hat einen kompletten Überblick über alle Klassen. Da oben ist das Menü Klassen, Lehrer, Lehrerinnen, Schüler, Schülerinnen, Elternsprechtag, den kann der Direktor dann nochmal anlegen. Wir können dann unser Zeitfenster angeben und hier eben diese Mitteilungen. Der Direktor hat die Möglichkeit, dann alle Schüler sofort Mitteilungen zu senden. Und zwar recht unkompliziert. Das soll ja nicht jeder so unkompliziert machen können. Wir haben das in der Klasse dann natürlich auch zur Verfügung. Aber wir müssen dann die einzelnen Klassen zuerst anwählen. Ja, wir haben ja alle Lehrerinnen drinnen. Wie gesagt, wie du siehst, da ist keine einzige Telefonnummer, scheint hier auf, sondern eigentlich nur deine Dienstadresse, Vor- und Nachname und die Klassen, in denen du unterrichtest. Ich habe die jetzt einmal in alle Klassen eingeteilt, weil ich denke mir, es ist vielleicht eh ganz fein, wenn du mal irgendwo supplierst und du möchtest einen Elternteil von einem Schüler eine Mitteilung schicken, den du sonst gar nicht hast, dann ist es aber fein, wenn diese Klasse auch für dich freigeschalten ist. Und ich sehe, es sind fast alle aktiv, bis im der Dame, der hat eine andere Ebene. Die eigentlich eh nochmal die Renate. Der schickt jetzt nochmal eine Erinnerungsmail. Es ist dieses lästige Mail, das ihr immer bekommen habt. Und jetzt haben anscheinend alle darauf reagiert auch. Also super. Da sind auch alle Schülerinnen erfasst, die Daten aller Schülerinnen. Wenn ich so will, da habe ich also alle Schülerinnen drinnen von allen Klassen. Kann sie natürlich auch noch Klassen sortieren. Okay, das ist einmal die Direktorenebene. Ist für uns eigentlich nicht so interessant und gehe wieder in diese Live-Umgebung zurück in die Lehrerebene. Wir haben das als Startfenster und auch du wirst alle Klassen drinnen haben, weil ich eben alle Klassen für die zugeordnet habe. Ihr seht, manche haben schon das Foto von diesem Fuchs abgeändert, ein Klassenfoto. Die 2D hat das auch schon gemacht. Was ich zusätzlich noch angelegt habe, ist eine Testklasse, damit ihr ein bisschen üben könnt in den nächsten Wochen, damit wir das wirklich ganz gut starten können dann im Herbst. Das heißt, in dieser Testklasse, ich mache jetzt einmal als erstes auf, und dann sehen wir schon die Live-Umgebung. In dieser Testklasse hast du wie in jeder anderen Klasse eben diese 6 Menüpunkte, Foxdrive, Klasse, Mitteilungen, Checkliste, Diskussionen und Einstellungen. Wenn ich jetzt da zum Beispiel auf Klasse drücke, dann siehst du die Schülerinnen, das sind also alte Bekannte, Daisy Duck, Donald Duck, bis hin zu Pippi Langstrumpf, immer da nicht so kreativ, aber beziehungsweise soll es ja eigentlich keine echten Schüler sein. Und deshalb, wenn man Nachrichten schickt in Zukunft, werden es die Eltern von denen bekommen. Ich habe diese Kontaktdaten da und du kannst sie dann auch haben, wenn du willst. Ich sage dir das eben gleich dann. Gut, ja, wir gehen weiter. Einmal zum ersten Menüpunkt, der vielleicht recht interessant war. Das ist der Menüpunkt der Mitteilungen. Ich glaube, dass der für alle interessant ist. Der spannendste Punkt ist, war das Einzige, was InfoSMS bisher geleistet hat. So, um jetzt eine neue Mitteilung in diese Klasse zu senden, gehe ganz einfach auf neue Mitteilung, da links oben, und schreibe eine, worum es geht in dieser Nachricht. Von mir aus um Schulausflug. Kann ich einen Termin eingeben. Da haben wir zwei Symbole, einmal den Kalender und einmal die Uhrzeit. Ich gehe auf den Kalender und sage, da kann ich aussuchen, ich sage am 30. Juni und wann, dann klicke ich auf die Uhr. Natürlich starten wir um 8.30 Uhr. Und da kann ich jetzt eine Mitteilung reinschreiben. Und so weiter. Ich bin da eben nicht beschränkt, also ich kann mich da vollkommen auslassen. Und ich kann hier sogar noch bis zu 10 Dateien hinzufügen. Das heißt, wenn ich mir die Arbeit schon angetan habe, bei Schullandwoche, bei Skilager und so weiter,
habe ich sicher einen verlängerten Elternbrief schon mir hergerichtet. Und da kann ich dann ganz einfach den anklicken. Das ist ja spannend, weil da habe ich in alle möglichen Taschen und irgendwas rein dann. Aber nur so kleine Sachen. Okay, da höre ich jemanden. Okay. Kartl muss erst rein. Das bringt mir noch nicht. Da kann ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, auch Fotos hinzufügen oder eben meinen Elternbrief ganz einfach vom Computer hochgeladen. Ja, das mache ich jetzt nicht. Geht aber recht problemlos. Ich kann jetzt hier auswählen, sollen die Eltern dies empfangen und müssen sie das bestätigen? Empfangen sollen sie es ja oder sollen sie es bestätigen oder soll es rein Mitteilung sein, beziehungsweise kann ich sagen, ich möchte einen Bildschirm sie unterschreiben lassen, wenn es eine ganz wichtige Mitteilung ist. Antworten, soll ich die überhaupt zulassen oder können sie mit einem freien Text antworten? Könnte hier auch Optionen vorgeben. Also wenn ich was abstimmen will, könnte ich da ein paar Optionen reinschreiben. Ich sage jetzt einmal nicht zulassen, aber ich sage am Bildschirm unterschreiben. Könnte es auch als Vorlage hier speichern, wenn ich sowas öfter mache. Und das kann ich mir ja vorstellen, dass ich das öfter mache. Schulausflug mit ähnlichen oder gleichen Dokumenten kann ich das als Vorlage speichern. Dann einfach weiter und ich wähle die Empfänger. Dann kann ich auswählen, dass es alle bekommen oder eben nur ein paar. Das ist auch manchmal ganz fein. Das war ja schon bei Infessenes auch möglich. Ja. Hier kann man dann auswählen, ob die Kollegen, die alle auch in dieser Klasse sind, da diese Nachrichten auch mitlesen können. Das wäre von der Kommunikationsebene her schon recht interessant. Das heißt, ich muss meine Elternbriefe, wenn ich Begleitpersonen habe, nicht immer ausdrucken und dann den Leuten auf den Platz legen, sondern die bekommen das dann auch eben automatisch. Und wenn ich sage, na, das ist eigentlich nur eine private Nachricht, das bedeutet, das hat eigentlich nur zwischen mir und den Eltern persönlich zu tun, da brauchen die Kolleginnen nicht informiert darüber werden, dann kann ich private Nachricht anklicken und dann gehe ich einfach auf Mitteilungs schicken. Ja, und jetzt siehst du, jetzt in dem Fenster sieht man, okay, ich habe da alle Eltern, habe ich was gesendet und zwar eine Info über den Schulausflug. Und wenn ich das jetzt da anklicke, da sehe ich 0 von 8 haben es gelesen, darum das Augensymbol. Ich klicke das einmal an. Hier sieht man dann nochmal die ganze Nachricht und da oben sieht man dieses Haken. Wenn alle das jetzt erledigt haben, könnte es als erledigt markieren. Oder ich kann mir die Bestätigungen anschauen, kann die Nachricht nochmal bearbeiten oder ich kann die Mitteilung auch zum Beispiel als PDF runterladen. Ich gehe jetzt einmal auf das Auge und da sehe ich, okay, 0 von 8 Eltern haben die Mitteilung bestätigt. Wer hat es nicht bestätigt? Naja, okay. Dann könnt ihr an allen da zum Beispiel nochmal Erinnerung schicken oder wenn es jetzt schon länger dauert hat, wie gesagt, die anderen Eltern, die es schon bestätigt haben, die scheinen ja auf der Liste bestätigt auf. Und alle, die es nicht bestätigt haben, an all denen kann ich ganz leicht einfach noch einmal eine Erinnerung schicken. Gut, da könnt ihr mal die Antworten noch einmal anschauen. Das ist jetzt deswegen aus, weil ich sie davor eingestellt habe. Wenn sie sich erinnern können, habe ich ja gar nicht wollen, dass die Eltern wieder antworten können. Deswegen steht da aus. Gut, also das war jetzt, denke ich, schon was Wichtiges. Das Zentrale vom Schoolfox Nachrichten klicken. Eben, aber nicht alles. Wir haben weiter natürlich Möglichkeiten, eine Umfrage zu erstellen. Ich habe oder eine neue Veranstaltung anzulegen, Elternsprechtag oder eben neuerdings auch diesen Videounterricht. Geht auch mal auf Elternsprechtag. Ich habe heute schon eine Einladung bekommen zu mir für den Elternsprechtag. Ja, da steht es jetzt drinnen auf Englisch, wie man das macht. Steht aber sicher irgendwo noch auf Deutsch. Jawohl. Da kann man jetzt nachlesen, wie man das macht als Lehrperson. Zuerst muss es, wie gesagt, der Admin, der Herr Direktor angelegt haben und ich kann dann mir Zeitfenster wählen und in diesen Zeitfenstern können dann die Eltern das anklicken. Ich mache das mal größer.
Da kann ich selber eingeben, er soll alle 15 Minuten ein Zeitfenster machen. Das sind alle grün und die, was nicht grün sein, die sind von mir überlegt. Wie gesagt, ich könnte da zum Beispiel sagen, von 14:45 bis 15 Uhr, da möchte ich Pause haben. Und dann sehe ich da unten die Termine. Du siehst dann genau bei jedem Termin die Namen auch dabei und weißt dann, wer zu dir kommt. Ganz eine feine, praktische Geschichte, wie ich finde. Ja, das waren also die Elternsprechtage. Dann, wir sind immer da auf Mitteilungen, wie du siehst. Könnt eine neue Umfrage generieren. Neue Umfrage. Hast eben, frag eben die Lehrer, wenn das der Direktor macht, zwischen uns, oder ich frage die Schüler, da unten könnt ihr die Optionen einfach einfügen. Oder ich kann eine neue Veranstaltung anlegen, von mir als Elternabend. Könnt ihr auch wieder sagen, wann findet der Ganze statt? Eigentlich ja erst im September, nehme ich an, nehmen wir mal den 24. von 20 Uhr bis 22 Uhr, ist eingestellt auf zwei Stunden, könnt ihr natürlich selber auch ändern. Eher würde ich es in eine andere Richtung ändern. So kann ich eine kurze Mitteilung wieder reinschreiben und da wieder auswählen, ob die Eltern den Empfang bestätigen müssen und oder ob sie das sogar unterschreiben sollen. Die Eltern lade ich natürlich ein. Genau. Okay. Mache ich jetzt natürlich auch nicht. Gut, Wiederunterricht, wie gesagt, wäre über diesen Button dann möglich, aber das erklären wir heute nicht. Ich gehe mal da weiter in Bau der Klassen. Die Geschichte ist nämlich die, wie bekomme ich denn die Eltern ins Boot? Das müssen wir einmal machen, das werden wir wahrscheinlich im September dann machen. Da sind die Schüler. Und ich kann natürlich auch jederzeit Schülerinnen hinzufügen, kann die natürlich auch wieder löschen. Da könnt ihr sie markieren, kann sagen, die Daisy Duckt, die ist ausgeschieden oder wechselt dann eine Klasse, könnt ihr sie löschen. Wenn ihr alle markieren will, gibt es da oben dieses Häkchen, wenn alle markiert. Und die Eltern einladen, sie selbsterklärend, wenn ihr da drauf drückt, dann erscheint das Symbol über vier Sprachen. Also ich kann ja mal prinzipiell vier Sprachen hernehmen. Englisch, Deutsch, Russisch oder Polnisch. Es gibt dann auch noch andere Sprachen. Verwendest du dann bitte auch an mich, wenn du es willst. Das ist ja weiter. Das ist ja nicht wie bei den Nachrichten in 40 Sprachen verfügbar. Das ist ein Einladungsbrief. Hier wird ja ein Brief generiert. Den gibt es dazu jetzt in vier Sprachen. Aber es gibt schon eine Möglichkeit, dass man andere Sprachen wie Syrisch und so weiter auch bekommt. Ich gehe jetzt einmal auf Deutsch. Da steht so, Sie können die individuellen Einladungscodes nun herunterladen. Wir haben für Sie ein Informationsschreiben zum Ausstellen erstellt. Am Ende dieses Schreibens befindet sich eine Zustimmungserklärung, die von den verbundenen Nutzerinnen auszufüllen ist. Wir empfehlen Ihnen, diese schriftliche Zustimmung einzuholen und aufzubewahren. Christian, bei dir hängt ja das Bild. Okay. Gehen wir da stoppen. Geht es jetzt wieder? Ja, jetzt geht es wieder. Okay. Also ich habe euch alle wieder aufgeschaltet. Wenn ihr euch stumm schalten wollt, bitte sehr. Man hört sonst immer wieder mal was, vielleicht was man gar nicht hören sollte. Aber habt ihr die Klassen noch gesehen, oder? Ja. Das habt ihr gesehen? Ja. Bis daher ist alles klar. Ja. Also ich habe da drüben markiert, bin da auf Eltern einladen gegangen, habe auf Deutsch geklickt. Sagt ihr das nochmal da auf Deutsch? Und dann ist eben diese Information hier gekommen. Wir empfehlen Ihnen, diese schriftliche Zustimmung einzuholen und aufzubewahren. Gehen wir hier auf Runterladen. Kannst du da nachher statt Polnisch irgendwas eintun, was gängiger ist, bitte, danke. Ja, ja, das, wie gesagt, das kann man dann schon einstellen. Das haben Sie jetzt nur voreingestellt, noch ein bisschen blöd, aber das machen wir dann. Hier sind die Einladungscode, die müsst ihr dann ausdrucken. Die bekommen dann die Eltern. Jeder Schüler bekommt so ein A4-Blatt. Und da steht ganz genau beschrieben, was die Eltern eigentlich tun sollen. Schauen wir es mal kurz an. Also, da steht die Daisy Duck, Klasse, Testklasse von NMS Inzing. Und das ist der Einladungscode.
Und da steht jetzt oben die Information über SchoolFox und wie Sie eben diese App runterladen können. Da gibt es den Schritt 1, Sie sollen diesen Abschnitt einmal unterschreiben und mit dem Kind mitgeben. Damit erlauben Sie die Verwendung der Software. Da unten beschreiben Sie, das ist für uns auch wichtig, damit wir wissen, die Eltern haben es gesehen. Hier können Sie das dann runterladen, also steht jede Anladung oben. Und der Schritt 3, das für euch dann auch vielleicht nicht ganz unwichtig, wobei ihr ja keinen Einladungscode bekommt. Aber wenn du jetzt zufällig auch ein Kind haben solltest, das eine andere Schule besucht, dann kannst du über deine SchoolFox-App auf deinem Telefon auch noch ein zusätzliches Kind hinzufügen, wo du als Elternteil praktisch dann registriert bist. Dann müsstest du auch diesen Schritt machen. Das heißt, ich bin neu hier, Sie werden dann aufgefordert, den Einladungscode einzugeben, der Sie mit der Klasse Ihres Kindes verbindet. Falls Sie bereits SchoolFox-Nutzer sind, so melden Sie sich in der App an und klicken Sie auf das Plus-Symbol am Startbildschirm, um den Einladungscode einzugeben. Das ist eben dann, wenn du auch zusätzlich noch ein Kind in der gleichen Schule hast oder vielleicht sogar in einer anderen Schule, die auch SchoolFox nützt. Das sind die Einladungscodes. Alles klar? Also die geben wir Ihnen dann am Beginn des nächsten Schuljahres aus. Ja, hier sieht man dann auch diese Abwesenheiten. Das heißt, die Eltern haben dann die Möglichkeit, ihr Kind krank zu melden über diese App. Das ist dann selbsterklärend auch für die Eltern. Man kann sie natürlich schon beim Elternabend einmal kurz vorführen. Kann das ja gerne machen, wenn ihr das wollt. In den Elternabenden kann ich gerne ein paar Minuten kommen und Ihnen das auch sagen. Aber da kann man dann einfach anklicken und da sieht man dann die heutigen Abwesenheiten. Natürlich ist keiner abwesend. Und ich sehe das dann eben auch monatsweise, jahresweise. Und das ist schon eigentlich recht fein. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Gerne. Und zwar beim Info-SMS haben wir ja quasi nur mit den Eltern kommuniziert, oder? Die Eltern haben die Information gekriegt und da können wir jetzt sozusagen mit Eltern und Schüler oder wie? Wir könnten, aber ich habe das jetzt einmal nicht so eingestellt, weil dafür haben wir eigentlich Teams. Das ist dafür besser. Also das heißt, das Info-SMS, wenn da an die Eltern schreibt, kriegen sie es auf ihre Handy oder nicht das Kind kriegt, sondern nur die Eltern, so wie es Info-SMS war. Genau. Okay. Aber es wäre kein Problem, man kann auch Eltern, halt man kann auch Kinder, da legt man dann eine zweite Gruppe an mit diesen Kindern. Und dann könnt ihr nur mit den Kindern auch das machen. Aber wie gesagt, wir haben eigentlich Teams. Ja. Ich glaube, man kann das rücktrennen, dass wir das für die Eltern benutzen und mit die. Danke. Aber es wäre technisch möglich und auch gar kein Problem. Gut, Mitteilungen haben wir schon erfahren. Können wir vielleicht kurz zu diesen Checklisten. Unter Checklisten kann ich eben Listen führen und auswählen, ob ich alle Schüler in der Liste haben will oder nicht. Ich gehe jetzt einmal auf neue Checkliste. Ja, und da gebe ich jetzt einmal Namen ein. Ich habe jetzt dann definiert schon 19 Euro für den Skitag, weil es gerade der Wanni immer von mir jetzt eingefordert hat und ein paar Kinder das immer wieder vergessen haben. Und hier könnt ihr jetzt auswählen, welche Schülerinnen ich auf die Checkliste setzen will. Ich kann natürlich alle auswählen. Und mit Kollegen kann ich das auch teilen. Wiederum aktivieren Sie diese Option, um diese Liste für alle mit der Klasse verbundenen Kollegen sichtbar zu machen. Also wenn du in dieser Klasse unterrichtest, könntest du dann diese Liste auch sehen. In dem Fall, glaube ich, ist es nicht notwendig. Betrifft ja nur den KV, der das Ganze eigentlich wissen will. Christian, ist das auch möglich, dass man es nur einem Lehrer schickt? Also die Schüler und einem Lehrer? Das ist eine gute Frage. Es ist in dem Fall, glaube ich, jetzt nicht möglich. Ne? Das ist aber eine gute Frage. Ist das für einen Teamteacher manchmal? Oder? Ja, wenn es jetzt beim Wandertag war, die Begleitperson oder so halt. Mhm. Ja, das geht jetzt da jetzt, glaube ich, nicht. Gell? In dem Fall. Dann kriegt man eigentlich alles dann immer von was an gar nichts angeht. Was an gar nichts angeht. Wenn du jetzt auf anklickst und diese Zugriff, die könnten das alle lesen und die muss ich es ja nicht dauern. Aber ich würde das prinzipiell auf aus
lassen. Außer es ist wirklich jetzt wichtig und wenn das der Kollege sehen soll, die anderen könnten sie einfach ignorieren. Das wäre eine Möglichkeit. Aber es geht ja auch, dass man nachher nur dem einen Lehrer eins nachschickt. Ja, es geht auch. Halt so auf anderen Wegen. Ja. Kannst du über Teams oder von mir selber Mail auch machen. Es geht auf Speichern. Ja, genau. Und jetzt sieht man das. Und immer, wenn es wer einzahlt hat, dann kann ich da einfach halt bis setzen. Die Fehlenden kann ich dann auch erinnern. Könnt die Checkliste eben auch herunterladen, was du gemeint hast vielleicht. Und dann könnt ihr diese Checkliste, die schaut dann so aus. Dann könnt ihr das ausdrucken und von mir aus den Kollegen auch geben. Ja? Genau, oder eben die Fehlenden erinnern. Ich kann das natürlich auch wieder bearbeiten. Ja, das. Oder eben, ich gebe da ein Checkliste Regenbogenheften, das brauchen wir dann auch. Ich weiß nicht, wie viele kosten, je nachdem, kann man da auch so eine Liste anlegen. Und die Eltern sind immer informiert, was sie zahlen müssen und kriegen eine Erinnerung, wenn sie es eben nicht gezahlt haben. Gut, gehen wir vielleicht weiter zur Foxdrive. Da links, das ist dieser Cloud-Speicher. Ihr habt da also die Möglichkeit, bis zu 500 Megabit für jede Klasse zu speichern, für jede Klasse eben. Und dann Ordner, ich sage jetzt einmal Wandertag, wir anlegen. Da steht Teilnehmer auswählen. Das heißt, welche Eltern sollen Zugriff haben darauf? Da ist jetzt recht interessant. Hier kann ich auch zum Beispiel keine Eltern auswählen und sagen, ich möchte aber ein paar Kollegen, den Ordner mit ein paar Kollegen nur teilen. Okay? Dann kann ich die Zugriffsrechte natürlich, kann ich auch sagen, Nutzerinnen können den Ordner verwalten, neue Ordner erstellen und Dateien hochladen, also wenn es kollaborativ sein sollte. Oder Nutzerinnen können nur hochgeladene Dateien sehen, haben sie also, können sie nichts verändern. Das ist vielleicht eine praktische Geschichte. Also wenn ich gar keine Eltern anklicke, nur Kollegen, hätte ich den Ordner geteilt. Aber es ist sicher fein, wenn jetzt Fotos sein, dann könnte ich natürlich diesen Ordner auch mit den Eltern teilen. Da habe ich auch die Zugriffsrechte, die Eltern können Dateien sehen, aber nicht hochladen. Das ist standardmäßig so eingestellt. Nur wenn du willst, dass sie selber eben andere Fotos oder was auch immer hochladen sollen, dann müsstest du das anklicken. Und Nutzerinnen können Dateien hochladen, aber nur ihre eigenen Dateien sehen. Was heißt das? Das heißt, sie können ihre eigenen Fotos hochladen, sie sehen aber deine, die du eingestellt hast, nicht. Kann auch manchmal fein sein. Gut, dann geht er auf Speichern und der Ordner erstellt sich dann. Da ist der Ordner. Da ist natürlich jetzt noch nichts drinnen. Klicken wir da rein. Und ich kann da eben jetzt Dateien hinzufügen. Ja, nehmen wir mal die Klassenfotos, die war da. Und das wird jetzt einfach hinzugefügt. Mehr oder weniger langsam oder mehr oder weniger schnell geht das Ganze. Und sobald die Dateien eben da oben sind, diese Fotos, können diejenigen das sehen, die davon ausgewählt haben. Da sieht man sie schon. Das sind also alles Klassenfotos. Kann ich natürlich auch, wenn ich sage, nein, das sollte ich gar nicht, wieder löschen, einzelne. Ist ganz klar. Ich kann dann auch, wenn ich den anderen Lehrern diese Rechte erteilt habe, die können dann auch zum Beispiel hier alles runterladen für ihre eigene Ablage, wenn sie das wollen. Ja, das war diese Foxdrive. Hier würde ich im Ordner anlegen, die Klasse betreffen. Es gibt ja Kollegen, die machen immer wieder Fotos von ihnen alle 4 Jahre oder die legen meine ganzen Elternbriefe, was ich ihnen gegeben habe, da ab und sonstige Informationen, die in der Klasse bis jetzt immer als Zettel mitgeben habe, kann ich alle da ablegen, sind ja nachweislich immer drinnen und so lang für die Eltern auch sichtbar, solange du sie freigibst. Das heißt, alle 4 Jahre lang könnten sie, wenn du willst, darauf Zugriff haben. Da gibt es noch einen Punkt, das ist der Punkt Diskussionen. Diskussion, ich gehe hier mal einfach auf neue Diskussion erstellen.
Was ist es? Besprechen Sie ein Thema in der gesamten Klasse, indem Sie eine Diskussion beginnen. Wie gesagt, auch hier würde ich das nur mit den Eltern machen. Sonst eben vielleicht Teams verwenden, da kann man das ja noch besser machen. Aber vielleicht ist es mit den Eltern auch manchmal interessant. Oder für einen Direktor mit uns Lehrern interessant, hier eine neue Diskussion zu eröffnen. Was geht es denn bei der Diskussion? Vielleicht um die Umstellung NMS zu MS, Entschuldigung, die Groß- und Kleinschreibung. Teilt mir bitte eure Meinung dazu mit und so weiter und so fort. Könnte man machen. Ich kann auch hier wieder Dateien anhängen, die die Teilnehmer vielleicht lesen können, damit sie sich ein Bild machen können. Was geht es da eigentlich? Teilnehmer auswählen. Und da siehst du zum Beispiel, ist ganz fein, von der Kollegen auswählen, von mir was von alle oder eben nur ein paar. Auch kann ich alle auswählen. Ansonsten werden alle ausgewählt, die in der Klasse sind, aber mir haben wir jetzt jeden Lehrer jeder Klasse zugeteilt. Wenn ich jetzt also alle auswähle, kriegt sie dann wirklich auch jeder. Ja, dann könnt ihr eine neue Diskussion beginnen. Die wirst du wahrscheinlich dann auch bekommen. Da kannst du jetzt eigentlich deine Meinung reinschreiben. Wie läuft denn das mit den gymnasialen Gruppen eigentlich? Zum Beispiel fällt der Zolli, so dumme Fragen, immer, und schickt sie da ab. Ja, und da kann man jetzt natürlich auch diskutieren. Da werden wir wahrscheinlich im Laufe der Zeit jetzt, da du die Art bekommst, mehr so Sachen eingehen. Ich könnte eine Datei hochladen. Also du kannst eine Datei hochladen. Und hier hätte ich sogar auch die Möglichkeit eines Videoraums. Das heißt, ich könnte, so wie wir das jetzt über Zoom machen, uns auch hier treffen. Okay, das werden so die Diskussionen. Und da kann eben jeder wieder in ein Forum so hineinschreiben. Der allerletzte Punkt hier sind die Einstellungen. In der Einstellung habe ich die Möglichkeit, eben dieses Bild der Klasse zu ändern, indem ich da auf den Stift drücke. Kann der Foto, zum Beispiel, das ich davor aus dem Internet mir geholt habe, oder Klassenfoto wählen und das dann da einfach reinstellen. Mache ich jetzt nicht, einfach hier öffnen, dann wäre das auch schon da. Das habe ich ja lang gesucht, diese Mickey Maus da. Da könnte ich den Klassennamen auch, kann ich nicht ändern, weil das vom Direktor vorgegeben. Das hat da natürlich eine gute Geschichte. Ich könnte eingeben, wie sollen die Schülerinnen sortiert werden, nach Vorname oder eben nach Nachname. Was ist eigentlich deine Rolle? In dem Fall der CDOC, der Klassenadmin. Und das sind da die ganzen Lehrer. Genau, das kann ich hier im Ton. Gehe auf Speichern. Dann hat sich das auch schon geändert. Mein Profil ist ja noch recht interessant. Wie geht das da? Also, da ist mein Profil. Muss ich gerade das wegschalten? Mein Profil, ich gehe mal auf mein Profil. Das ist vielleicht auch interessant, das gibt es natürlich auch in der Smartphone-App, das Ganze. Da könnte ich sagen, meine Daten, wie will ich eigentlich genannt werden? Da kann ich meinen Notfallkontakt reingeben. Die Daten sind nur für Sie sichtbar und können nicht von verbundenen Nutzerinnen dieser Klasse eingesehen werden. Beim Direktor natürlich schon. Passwort. Kann ich mein Passwort auch zurücksetzen, ein anderes wählen, einfach da Passwort zurücksetzen. Multirolle, das heißt, das, was ich da davor gesagt habe, wenn du noch ein Kind hast an derselben Schule oder ein Kind an einer anderen Schule, das Coolfox benutzt, dann würde ich das antippen, weil dann kannst du mit mehreren, kannst du selber als Lehrerin und mit deinen Kindern auch das noch benutzen. Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Diese Push-Benachrichtigungen, das heißt, die sind ja natürlich praktisch auch für die Eltern und für die vielleicht auch. Wenn eine neue Nachricht kommt, dann ploppt so ein Fenster auf, wie wir das ja kennen vom Smartphone. Und hier könnte ich die Ruhezeiten eingeben. Ich denke, das würde ganz fein sein.
Ruhezeiten von wann bis wann möchtest du nicht gestört werden? Voreingestellt ist da einmal 18 bis 6 Uhr in der Früh. Wenn du auf das Uhrensymbol tippst, kannst du das natürlich auch jederzeit ändern. Sagst du eigentlich um 13.30 Uhr schon aus, Freunde. Und um 6 Uhr in der Früh möchte ich nicht gestört werden. Sagen wir 7.30 Uhr. Oder 7 Uhr, vielleicht wegen die Fehlenden, ist eh ganz fein. Dann könnte ich auch am ganzen Wochenende das einfach stumm schalten. Da brauche ich es ja nicht. Ich denke, dass das ja vielleicht gar nicht so unblöd wäre. Gut, die Übersetzungssprache der App, die brauchen wir jetzt einmal nicht. Also das ist Gerti, glaube ich, wahrscheinlich auch das, was du gemeint hast. So eine andere Sprache einstellen kannst von Haus aus. Ja, weil Polnisch wird kaum wer brauchen. Ja. Noch nicht, weil E-Mails von Coolfox kannst du selber einstellen, ob du erhalten sie Benachrichtigungen über neue Mitteilungen oder Bestätigungen der Empfänger auch als E-Mail, wenn es nicht nur am Smartphone willst. Das wäre eigentlich für InfoSMS auch gegangen. Und Newsletter, ich habe das jetzt nicht angeklickt, kriege so zu viel E-Mails. Newsletter, du wirst halt informiert über Neuigkeiten, denke ich, brauchen wir auch nicht. Okay, dann geht er auch hier auf Speichern. Gut, habe ich noch was Wichtiges vergessen? Wie kann man wieder da zurück? Einfach da auf den Fuchs klicken. Und dann kann ich zum Beispiel eben auch andere Klasse wählen. Könnt hier sogar auch eine Klasse erstellen. Könnt hier selber Klasse erstellen, die nicht mit unserer Schule verbunden wird. Quasi auch, wenn du mit dir selber üben willst. Dann kannst du das selber machen, eine Übungsklasse. Ansonsten habe ich da unten eher Desk-Klasse, da hat schon jemand das Profilbild, schau, geändert. Das war das ich? Nein, das war gar nicht ich. Hat das schon jemand das schon eingeführt, was das ja immer ist? Ich habe das probiert mit den Nachrichten da. Okay, kein Problem. Ach, das ist meine Klasse. Ah, ja, okay. Kein Problem, also das ist, das können alle, die was da drinnen ist, eben auch machen. Da haben Sie die Rechte. Sonst gehe ich einfach in meine Klasse jetzt einmal rein, damit Sie jetzt, da gibt es richtig Kinder, die es ja wirklich gibt. Und da ist meine Klasse schon drinnen. Die ist wirklich auch verbunden. Ich habe die Eltern auch noch nicht eingeladen, könnt ihr das hier machen. Einfach Eltern einladen. Deutsch auch einzelne wird dann eben runtergeladen. Und könnt ihr dann anschauen. Jetzt habe ich da eigentlich nur mehr die Arbeit, das auszudrucken, den Kindern mitzugeben. Sonst nichts mehr. So einfach würde das gehen. Ich habe, glaube ich, schon mal eine Mitteilung hier versendet. Das war aber auch nur eine Thema-Mitteilung. Aber das würde ich dem nicht empfehlen, in der richtigen Klasse jetzt einmal zu machen. Weil die verletzt das nächste Jahr, sondern eben in dieser Testklasse mal. Kannst du das mit deiner Klasse jetzt schon machen oder ist das erst ab Herbst? Wir machen es alle erst ab Herbst. Haben wir gesagt. Danke. Gut, dann bin ich mit meinen Ausführungen eigentlich schon fertig. Das heißt, es ist